So, heute mal im Vlogging-Style wieder unterwegs. Und zwar bin ich auf dem Weg nach Nürnberg zu Hermann Scherer. Ich verlinke ihn mal unten. Es geht heute um ein Seminar für Speaker, für Coaches. Und das will ich mir einfach mal antun. Ich habe nämlich keine Ahnung, was der so erzählt. Ich finde ihn nur einfach cool, den Hermann Scherer. Eines meiner Lieblingsbücher ist Fokus. Ich verlinke es unten in der Description. Da erklärt Hermann Scherer, dass es unfassbar wichtig ist, sich auf sein Kerngebiet zu spezialisieren. In meinem Fall mittlerweile das DJing, das war mal das Schlagzeugspielen. Und das war auch eine große Lehre in meiner Vergangenheit. Als ich Schlagzeuger war, habe ich 70 Schüler die Woche unterrichtet. Das ist 35 Stunden die Woche war ich im Unterrichtsraum gesessen. Habe in 3 Bands gespielt und bin nicht mehr zum Üben gekommen, weil ich diese Bands, also 2 der Bands habe ich dann noch gemanagt, habe alles gemacht außenrum, was auch eine unfassbare Aufgabe ist. Und das war so der Fehler und das habe ich als DJ abgestellt, habe mich jetzt nur aufs DJing konzentriert die letzten 5 Jahre. Das Ergebnis ist das, was ich jetzt mache. Ein relativ voller Terminkalender und eine zufriedenstellende Gage. Also wirklich cool und der YouTube-Channel wächst ja auch. Danke. Minuten zu spät. Ganz, ganz schnell. Jetzt hier. Schickes Auto, der HS. Wie komme ich denn zu Saal 1? Hier rausgehen, nach links, immer geradeaus, da kommt ein Brautmodengeschäft und danach eine Tür, da steht auch Tagungszentrum. Ah, okay. Super, danke. Hi. Hi. Ich bin zu spät, sorry. Das geht überhaupt nicht. Das geht nicht. Erste Veranstaltung, erster Mittelrhein-Kongress, erster Tralala-Kongress, erster Trollala. Nachfrage ist hoch, weil es sehr, sehr wenige gibt. Tagessatz, das können wir schon aber gucken. Ein Berater liegt in der Regel weit unter 2500 Euro. Der durchschnittliche deutsche Beratertagessatz liegt bei 1300 Euro. Der durchschnittliche Trainertagessatz bei 1700 Euro. Der durchschnittliche Coach-Tagessatz bei 900 Euro. Drum der erste Punkt, wenn ihr euch Coach nennt, habt ihr am Kapitalstock verloren. Weil die Menschen wissen, dass Coaches, nicht bewusst, wir reden nicht über das bewusst, aber unbewusst weiß jeder, ein Coach verdient kein Geld. Das sind ein paar Ausnahmen, Elite-Coach und so weiter, aber du setzt dich an dieser eh schon unteren Skala ganz unten an. Das ist gleich wie ein Moderator. Wir wissen, Moderatoren sind alle ganz nett, lesen von den Kärtchen ab und kriegen 500 Euro für die ganze Nacht. Außer sie heißen die Naruge, dann kriegen sie 25.000 Euro. Ist aber selten der Fall. Ich liebe es, den Alltag zu nehmen und aus dem Alltag Rückschlüsse zu ziehen. Ich habe vorher meine Jacke aufgehangen in diesem Hotel und habe die Jacke an den Kleiderbügel gehangen. Und dieser Kleiderbügel war, das kennt ihr, der war an so einer Öse dran, dass man den Kleiderbügel nicht klauen kann. Passen wir. Und ich habe mir geschworen, in meinem nächsten Buch kommt da was rein. Und jetzt sage ich, jetzt schreibe ich mit euch mein Buch. Ich kann mich nur gut erinnern, das war der 23. März in Nürnberg. Und ich war sowieso schon in diesem Dreckshotel, wo diese Baustelle da hinten drin war, dass alle Teilnehmer nicht nur den Bauschutt gesehen haben. Das hat mich schon wahnsinnig genervt. Und da war ich schon durchgeschwitzt, weil wir da noch die Räume ein bisschen umgestellt haben, weil es so kreislich war.
Und dann habe ich meine Jacken ausgezogen, weil ich gesagt habe, so geht es weiter. Und dann war diese Jacke an einem solchen Reiterbügel gehangen, den man, ich weiß nicht, wie die heißen, liebe Frau Braunreuther, googeln Sie mir bitte, wie heißen diese nicht klaubaren Reiterbügel? Und jetzt möchte ich ein paar Statistiken von Ihnen haben. Wie viel Prozent der Hotels haben solche Reiterbügel, wie viel haben diese nicht? Ich würde auch interessieren, wie viele Reiterbügel werden gestohlen in Hotels, die nicht haben. Ich möchte wissen, wie sehr das Bruttosozialprodukt Deutschlands verändert wird aufgrund des Klaus von Reiterbügeln und möchte dieses Bruttosozialprodukt dann umgerechnet haben auf die weltweite Betrachtung. Wobei natürlich die Frage stellt, ob zum Beispiel Asiaten genauso viele Reiterbügel brauchen wie Deutsche, weil die vielleicht nicht so viel zum Anziehen haben. In der Weile, glaube ich, gibt es keine Winterjacken. Also, wenn Sie jetzt sagen, dass Sie das sagen würden. Und dann möchte ich bitte nochmal wissen, was sind die Opportunitätskosten? Was kostet eigentlich so ein blöder Umbau? Oder warum klauen eigentlich die Leute nur solche? Weil ich könnte mir doch zu Hause auch so ein Halterungssystem einbauen. Dann könnte ich mal alle Teilebügel klauen. Das wäre ja eigentlich sensationell. Also wir sehen, und jetzt möchte ich wissen, wie hoch ist die Branche der Teilebügel? Wie viele Teilebügel-Lieferanten gibt es? Wie viel machen das so? Wie viel machen das so? Wie viel Erlebniszeit? Du willst ja im Hotel Sex haben oder irgend so. Wie viel Zeit vom Sex geht dir ab, weil du deine blöden Finger da aufhängen musst? Und es geht ja nicht nur um den Zeitverlust von Sex, es geht ja auch darum, dass du dir die Frage stellst, bist du mental danach noch gut drauf? Also, wenn du da 3 Stunden an diese Seitenbügel rumfingerst, dann bist du eigentlich schon durch. Ja? Dann brauche ich nicht mehr sagen, Schatzi, mir schaut's aus. Dann sage ich, Schatzi, dieses Dreck, das fällt es rein. Also, die Frage stellt sich, wie viele Emotionen gehen verloren wegen so einem Dreckskleidermann? Und da muss ich mal sagen, ist der Diebstahlschutz überhaupt berechtigt? Müsste vielleicht denn sogar unsere Kunden viel mehr stehlen lassen? Den Kleiderbügel aber schon in den Emotionsgrad des Zimmers einrechnen, um dann eine neue Erlebniswelt zu kreieren. Herr Braunreuther, machen Sie fertig. Banale Geschichte. Da kann ich ein Kapitel schreiben. Ich habe Besten, die Ringe jetzt schon wieder auf. Herrschaft. So, auf dem Heimweg. Hier. Und es war echt, echt cool, weil man ja immer so als Künstler auf sein Künstlersein, wie jetzt DJing, beziehungsweise was früher mal das Schlagzeugspiel, wie ich schon erwähnt habe, fokussiert ist und den Business-Gedanken komplett über Bord wirft, weil man immer denkt, ey, nur der geilste DJ hat die geilsten Jobs und verdient am meisten Geld, was natürlich völliger Bullshit ist. Und es lediglich die Außendarstellung ist, die euch verkauft, die mich verkauft und nicht die geilsten DJ-Skills. Es ist natürlich super, super von Vorteil, wenn die Qualität des DJs stimmt oder des Handwerkers und so weiter. Aber letztendlich wird der am meisten Umsatz haben, der nach außen sich am besten darstellen kann. Und an dem muss ich arbeiten, weiter und weiter und weiter. Und dann wird das auch besser. Gehe mal davon aus. Und ich glaube, dass dies auch ein sehr, sehr cooles Thema in meinen Videos sein kann, sein wird. Weil ja ganz viele Fragen, ey, wie komme ich an Jobs, wie komme ich an Hochzeiten, ne? Wie komme ich in den Club rein? Und das sind Themen, die eigentlich relativ leicht sind. Man muss nur in die Umsetzung kommen. Und dieser Umsetzungspunkt ist der, der uns auffällt. Wenn wir Angst haben, dass wir abgelehnt werden. Ich glaube, das ist so die größte Angst, auch so bei Frauen zum Beispiel. Übrigens, 99% aller Zuschauer hier sind Männer, das heißt, wir können ganz unverblümt, ohne jegliche Gedanken dran, dass uns eine Frau zuschauen wird, über Frauen reden. Ist das nicht cool? Ein großer Punkt, der uns auffällt, ist Ablehnung. So auf Ablehnung stoßen. Was auch viele DJs abhält, eine richtig geile Feier abzuliefern, weil sie es nicht riskieren, dass die Tanzfläche leer wird. Das ist der Punkt. Wow. Zum Beispiel, warum ruft ihr nicht den Location-Besitzer an? Der ist zwar ultra busy, wird vielleicht genervt sein von euch, aber ihr seid im Kopf. Und nur wenn ihr im Kopf seid, könnt ihr
in dem Club auflegen, diese Hochzeit machen und so weiter. Es ist ganz, ganz wichtig. Und dann, wie es die Telekom macht, ständig habe ich von Vodafone, auch zum Beispiel, von Vodafone irgendwelche Prospekte im Briefkasten, was jetzt einfach dazu bewegt, dass ich die Firma kenne. Das ist der Punkt. Und sie bleibt immer im Kopf, immer im Kopf. Dieses Prospekt, dass du es bekommst, kostet wahrscheinlich der Firma 15 Cent. Wenn wir das Licht anmachen, jetzt sieht er mich jetzt besser. Aber wenn du Kunde bist und einen Vertrag abschließt und das 80 Euro im Monat kostet das Ganze, haben sie es halt ganz schnell wieder drin, dass sie circa 250 Prospekte schicken mussten, bis du Kunde wirst. Und die hören ja nicht auf damit. Das heißt, die machen immer weiter und fragen dich gar nicht, willst du es? Und so, glaube ich, muss man auch als Dienstleister verfahren. Gar nicht fragen, willst du diese, so blöd klingt jetzt auch E-Mail, dass du Verkäufern, Entschuldigung, Kunden eine E-Mail-Verteilliste machst, wo du einfach die Leute beballerst in einem normalen Rahmen, also eine E-Mail im Monat zum Beispiel. Ich hatte jetzt 4 Jahre her, habe ich mich einfach hingesetzt und habe ganz viele Wedding-Planner angeschrieben und die Resonanz war sensationell. Ich habe von, keine Ahnung, 15, 20 E-Mails, habe ich wirklich, und die Quote ist super cool, habe ich 10 Antworten bekommen. Und mit einem Kontakt dieser 20 E-Mails arbeite ich dieses Jahr noch regelmäßig circa 5 Hochzeiten. Jedes Jahr noch 5 Hochzeiten. Liebe Grüße, liebe Katrin. Karfreitag bei mir zum Grillen, Fischgrillen. Das wird cool. Und das, glaube ich, ist so wichtig, dieser Sprung über die Ablehnung, den zu machen, weil man hat ja echt nichts zu verlieren. Ich hab so viel Gedanken jetzt, dass ich die erstmal sortieren muss, aber ich total Bock drauf habe, weiter Filme zu machen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Auch wenn sie von YouTube gesperrt werden, nur wenn man Niggas in Paris mal kurz reinmixt. Aber ist ja egal. Euch noch einen schönen Abend. Ich fahre jetzt nach Hause, ich habe einen Bärenhunger und werde dieses Video noch schneiden und ich denke, das wird dann online gehen, wird dann online gehen, aber mein Internet ist natürlich relativ schwach zu Hause, was mich total nervt. Wird doch zu Vodafone. Mal gucken. Okay, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich werde auch weiter an meinen Videoskills arbeiten, damit das besser wird. Und wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Ciao.